Achso, hier war doch auch schon wo. Ja. Ah, da kann dann nicht die Stelle mit den Vögeln oder bist du da schon dran vorbei? Der hält aber viel aus. Der ist, so wie das klingen soll. Boah, ich wollte nach oben fliegen. So wie das klingt, macht ihm das einfach nichts. Der ist immun dagegen. Hm. Ich werde beschmissen. Ist aber nett. Sehr entspanntes Spielen, oder? Ja, das ist richtig schön so. So, da kommt jetzt bestimmt wieder dieser komische. Ich habe keine Gnade. Nein, es kommt was anderes. Brauchst du schon mal, oder? Nein, den kenne ich noch nicht. Ja, ja, ja. Hat er gerade zu mir einen Finger gezeigt? Das macht nichts gegen den. Wie kommst du da drauf? Er blinkt nicht. Probieren wir es mal mit dem hier. Ja, siehst du. Hey. Ich glaube, das ist ein Erdtypi. Den musst du mit irgendwas anderem platt machen. Klar, jetzt springt der. Ich schwöre, nimm den normalen Gargoyle. Den Feuergargoyle. Ich werde es trotzdem noch kurz über den Film. Es läuft der Typ rückwärts. Was soll denn der Käse? Oh, der kann ja irgendwie ziemlich wenig ab. Ich schwör's dir, nimm lieber das normal, dann kannst du wenigstens mal über den drüber wegfliegen. Hättest du das mal früher hin. Oh, der hat einen coolen Finish-Move jetzt hingelegt. Ja, ne? Mal so sagen. Der hätte dir den Kopf absägen müssen, hätte noch da standen. Finish him. Das ist ja doof. Und er fliegt. Das Level ist ziemlich eintönig. Willst du noch mit Erle plätten? Ja. Er springt doch immer am Ende. Sah zumindest so aus. Ach, dass du dann unter den drunter dashen kannst, meinst du? Mhm. Ah, das ist natürlich ein guter Rollschuh. Achtung, jetzt winkt er dich ran. Guck mal, ja, ich schätze mal. Jetzt haut er zu. Was ist denn das für ein Käse? Du hast direkt in seine Klinge gebissen. Naja, wenn dann richtig. Und nicht so die richtige Strategie? Nee, wir arbeiten noch. Warte mal, ich muss jetzt hier mal auf das Button-Mapping gucken. Bitte. Ich werde verfolgt. So, dann mach mal. Warte mal, Config Input 1. Geh mal auf X. Ist gesetzt. Ja, hat sich geändert. Dann ist das Spiel einfach nur blöd. Das wurde tatsächlich rausgepatcht. Da, ja, genau. Was ist denn das? Da kommt der Kopf aus dem Boden. Ah, nee, ich will doch mal hin. Also probier nochmal Spell jetzt und dann kannst du X drücken und gucken, ob vielleicht musst du ihn länger gedrückt halten. Ja, dann kommt da wahrscheinlich die Animation, wie er sich gemütlich dahinter zieht. Achtung, der springt jetzt gleich. Oder auch nicht. Ich glaube, der Typ hier irgendwas. Das ist so einfach. Wow. No. Ich hätte nochmal springen müssen. Ich hätte so gelacht. Ja, geht bald kaputt. Ich sehe jedes Mal, wenn du über den drüber bist, dass der springt. Ich wünsche dir das nicht. Ich wünsche es mir auch nicht, ich sehe es mir. Ich hab veralbert dich ein bisschen, ja? Ich veralbere den, ich krieg einfach den drüber. Jetzt ist er weg. Ich glaube, die soll ein bisschen schwarz an manchen Stellen. So ist das, wenn sich das Quecksilber absetzt. Jetzt hast du ihn gleich. Oh, nein! Aber du siehst, es klappt. Es klappt. Willst du?
Komm, ich probiere es einfach mal. Sehen, wie du hier ich probiere es jetzt einfach mal nochmal. Am Anfang erstmal den, den blauen, den du übers Tor fliegen kannst. Das ist jetzt so ein Long Pro Panther. Nein, du musst das, glaube ich, mit X sogar auswählen. Ja, ja, mit X wählst du es aus, genau. Ich habe da jetzt so ein Menü okay. gelesen. Und jetzt probiere ich das hier mal aus. Spell? Oh. Jetzt was wird's. Du musst springen. Nö, also mit X kann ich ja nichts machen. Wenn du jetzt die A-Taste drückst, fliegst du nach oben. Oh, du meinst das A. Und nochmal, und nochmal. Ey, geil, wieso sehen die jetzt anders aus? Anderer Tisch oder was? Wie komme ich runter? Wenn du B drückst, lässt er sich fallen. Achso, okay. Okay. Es gibt nur die eine Methode, die heißt geradlinig nach unten. Okay, bei dir sah das alles so smooth aus. Na gut, dann kriegst du es. Cool. Wieder Fire. Fire. Du du du. Du du du. Die Schiffe vom Haus gehen. Dann gehst du rechts. Ich gehe mal links. Links. Dann kommst du rechts. Nee. Keine Chance, das Ding auszuwählen. Aber okay. Komm mal her hier. Wenn er hier den Finger zeigt, ne, dann... Dann kommt er an die Rand, ja. Genau. Du hast aber dann noch ein bisschen Luft. Luft haben, aha. Den anzugreifen. Nein! Ah, da brauchst du Gierig. Ja, ja. Schon wieder. Ah, verdammt. Komm mal her, du Spacken. Ja, da kommt auch. Da kannst du mal schießen. Na, blöd Mann. Hä? Das ist ja ganz schön über. Na? Hier würde er nicht mehr haben. Nein! So erging es mir. Damn it, ey! So ein. Ah. Nochmal hier. Das macht ja süchtig. Das Blut geleckt, ne? Unglaublich. Einfach nur mal ganz oben und dann durchfliegen, sagst du? Also wir haben ein richtiges Disco-Licht hier. Ich hoffe darauf, dass das Ding irgendwann laut zerbarst. Oh ja, es wird sich in alle seine Bestandteile auflösen. Hui, ich bin ein fliegender Gargoyle. Du bist keine Biene. Das hatte ich letztens mal überlegt. Man erzählt ja den kleinen Kindern immer von dem Blümchen und dem Bienchen. Wie ist denn das dann da im Urwald, wo es keine Bienchen gibt, sondern so eine komischen Kolibris? Das ist eine gute Frage. Das ist dann, aber es wird andere Insekten geben, auch in, bei uns hier. Ich kann nicht nur Bienen, die Blumen stolpern. Das sind Wespen, das sind Bienen, das ist alles Mögliche, was so kräuchten fleucht. Hm, so ein Ficker. Oh, jetzt habe ich das F-Wort gesagt. Oh, oh, da sind schon mal 1 Euro in der Kaffeekasse. Oh Mann, du bist aber auch... Oh, scheiße. Das heißt, das Böse mit dem S gesagt. Das sind schon mal 2 Euro. Nein, 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 das Wort, das darf man ja sagen. Das steht ja so rum. Ich glaube auch, das andere auch steht. Ja. Weil normalerweise... Oho. Normalerweise ist das F-Wort die Bezeichnung für den Kolben im Motor, im Zylinder. Das heißt so. Ah. Ich krieg's nicht hin, ich bin dumm. Ja, ich hab's auch schon ein paar Mal probiert. Ja, und du warst schon deutlich weiter als ich. Heißt das jetzt, dass ich stimme oder schlauer bin? Ich sag einfach mal schlauer. Aber cool. Spiel kann man sich auf jeden Fall mal vormerken. Kann man sich auch mal auf ein Modul draufpacken. Ich nehme mal jetzt einfach an, dass es nicht so ein Spezialraum ist, wo man mit Spezialchip ran müsste. Nee, ich glaube nicht. Nehme ich einfach mal so an. Oh, du landest sogar sanft. Da Red? Nee, Peach Naked ist Peach Naked. Und der hat das Spiel sogar als Originalmodul hier rumfliegen. Okay, cool. Also, ach, deswegen spielen die das drüben. Wahrscheinlich. Weil das ausgekramt hat. Der hat ja auch irgendwie relativ viel.
Ja, vor allem auch japanische Spiele in den San Michel, da hat er vor allem auch viele Ballerspiele. Ja, also der scheint sehr shooter-affin zu sein. Damit kann ich wiederum nichts anfangen. Also da, Captain Trimby ist da das Einzige, was ich je besessen habe und was ich mal gespielt habe, aber das ist absolut nicht mein Spiel. Also wir müssen ja nachher unbedingt mal, wie heißt das hier, in so ein Bullet Hell Game reinmachen. Das einfach mal zeigen, wie cool die Spiele sind. Bei den Bullet Hell Spielen ist es so, du hast an deinem Schiff, sag ich mal, oder deinem Charakter, mit dem du da rumfliegst, eine relativ kleine Hitbox, und das macht die Spiele überhaupt schaffbar. Dann musst du halt gut abschätzen können, wo halt deine Hitbox ist. Du musst dann halt immer gelassen bleiben die ganze Zeit und keine hektischen Bewegungen machen. Und dann ist das auch easy. Also, ich spiele mal am PC als Demo, glaube ich, bei Steam 100. Ach, jetzt kommt noch. Ja? Und ja, ich komme da schon aufs erste Level nicht mehr durch. Und wenn du dann einmal aus dem Flur raus bist, also praktisch einmal verloren hast, dann. Ey, jetzt hast du ihn gleich mal. Ja, keine Chance. Du musst mich provozieren, lass mich. Hab ich doch gesagt, du hast den! Guck mal! Oh, Glück gehabt. Ey, jetzt kriegst du bestimmt die fette Klinge. Oder auch nicht. Nein, ich krieg aber einen HP-Balken. Immerhin ein HP-Balken, das ist viel wert bei dem Spiel. Volle 8. Und jetzt sagen, fürs Neo Geo gab es damals einen Hammerzock, nennt sich Blazing Star. Hat auch einen Zweispieler-Modus, das ist mega fett. Das hat so ein richtig cooles Gameplay. Du hast einen Balken von deinen Schüssen. Und wenn du schnell schießen drückst hintereinander, lädt sich der Schuss auf. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Da ist halt so ein kleines Häppchen Balken. Und wenn du dann Power-Up aufsammelst, vergrößert sich der Balken, desto mächtigeren Schuss kriegst du. Aber den kannst du nur einsetzen, wenn du die ganze Zeit immer am Hacken auf Schießen bist. Das ist so geil. Willkommen beim Weisen. Oh. Ich habe Zauber. Vielleicht hat er einen Zauber, dass du eigentlich die Dinger einsetzen kannst. Shadow, hold. Imp in Schock. Oder raus. Nimm Imp. Eigentlich kannst du alle nehmen. Imp, ein Kobold arbeitet für dich. Klingt doch immer gut. Aber du musst ihn mit Geld bezahlen. Das klingt scheiße. Willst du ihn? Ja, einen Angestellten nehme ich. So einen kleinen 1-Euro-Job. Das war gemein. Das war auch nicht so gemeint. Schock. Die Erde bebt. Und Gegner am Boden nehmen Schaden. Willst du ihn? Will du ihn? Will du ihn? Das ist gut. Die Erklärung nehme ich. Es ist nun mit Zauber gefüllt. Was denn? Ach, du kannst nur eine bestimmte Anzahl. Du hast bloß ein Spellbook. Würde ich jetzt nicht wetten, aber du könntest recht haben. Wir sind bei der 3. Hatten wir die 3 schon geschafft? Nee, nein. Die 3 hat man noch nicht geschafft. Nein, da fehlt dir ja noch was. Also hatten wir so den Eindruck. Aber jetzt hast du ja Luft, vielleicht kannst du mit Luft kaputt hauen oder so. Nimm nochmal, geh mal. Da, bei Spell hast du jetzt nämlich ein anderes Icon. Tatsache. Und Portion wäre, wenn du die benutzen könntest, vielleicht auch voll und nicht leer. Drück mal einfach auf den Knopf und guck, was passiert. Hä? Jetzt ist die. Ist das ein Kobold? Der arbeitet für dich. Ist doch geil. Greift er an? Ich will. Das sah doch noch aus. Boah, Sache. Der macht ja mega Schaden, ey. Das ist wie die Biene bei Zelda. Nur, dass du die Biene nicht mit Geld bezahlen musst. Wie wird das abgerechnet? Wahrscheinlich nach Leistung. Wahrscheinlich nach Kill. Ah, genau. Ah, guck an. Jetzt komme ich nämlich hier an der Front. Ah. Ah, nice one. Ah, nee, ich glaube, ich war nicht. Jetzt hast du wahrscheinlich eine zweite Porsche, die du mitnehmen könntest. Jetzt ist dein Kobold weg. Aber jetzt wissen wir es. Cool. Das spielt doch nicht so doof. Wir waren doof. Ach Quatsch. Kann man ja auch nicht riechen, dass da auf dem. Das war's, was auf das Blatt schreiben muss. Ist ja nicht so. Dass man das erst seit Naruto müsste. Man muss das halt anscheinend schon im grauen Garka im Vorzeitalter machen. Ja, was nützt dir das beste Blatt Papier, wenn nichts draufsteht, ne? Ah, siehst du, das Level habe ich schon geschafft. Das war mit dem Feuervieh, was ich da besiegt habe. Ja? Oh nee, haben wir das besiegt? Nee, da bin ich umgestorben. Und hier siehst du im Hintergrund so ein bisschen. Ach, das Wabern. Genau. Von dem Feuertypi wahrscheinlich. Bambi. Wir können Skills einsetzen. Man muss sie sich nur vorher kaufen. Also eigentlich ist dieses Blatt Pergament, was man da gefunden hat, nur ein Skillbook. Und so ein Skill kann man natürlich auch nur einmal verwenden, weil. Ich
weiß nicht, mussten die damals bei Charm, Zauber auf der Hexen, da war da auch eine dabei, die doch Zaubersprüche machen konnte. Tränke, Zaubertränke. Doch, Zaubertränke. Und die waren auch noch einmal benutzt und verbraucht, oder? Ja, das ist bei Zaubertränken. Zaubertränken, ja, Zaubersprüche.